Willkommen zu Mein Klon 2. Tatsächlich, jetzt das erste Mal Mein Klon 2. Allerdings nicht das, was wir jetzt gerade spielen bei den Servern etc., sondern halt ältere Versionen. Viel ältere Versionen. Ja. Ich habe nämlich hier noch separat, also das ist halt das aktuelle Mein Klon. Merkt man ja, die letzte Version hier 4.6, beziehungsweise 4.6.1, der Bugfix. Ist das halt das gerade aktuelle und wir spielen 0231. Da habe ich persönlich schon sehr viel mitgespielt tatsächlich. Können wir mal kurz reinschauen in meinen Spielstand. Wo sind wir? Warum sind wir hier? Was ist passiert? So, ja, das ist mein aktueller Spielstand. Ah, hat schön eingerichtet hier. Ja. Und wir spielen aber jetzt in der Runde nicht das, sondern die noch ältere Variante. Das hier, Version 013. Ja. Da weiß ich gar nicht mehr, was habe ich bei dem Spielstand jetzt überhaupt schon alles gemacht gehabt. Weil die habe ich glaube gar nicht so aktiv gespielt, die Version. Okay, wir haben schon allerlei gerümpft. Oh ja doch, wir haben schon relativ viel sogar dabei. Okay, aber wir haben noch kein Haus. Ja, hier gibt es sogar schon Tiere. Mein Klon 2 hat endlich Tiere. Ich werd verrückt. Es kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich schau da rein. Badabum. Ja, jetzt mal hier schön alles vermöbeln. Das perfekte Spiel für alle die Leute, die Tiere hassen. Nieder mit den Veganern. Okay, das ist ein Kack. Offen. Gedenktafel. Was ist das hier? Ist eine Fahne, ne? Ja. Boah, ich bin der Bezwinger des Hügels. Ein Haufen Scheiß und ich oben drauf. Yay. Warum habt die Kacke? Haben wir Schaufel dabei? Nein, da war nicht dabei. Wir haben eine Workbench haben wir dabei. Wir haben noch keine Rüstung. Bitte was? Zur Hölle. Wie können wir keine Rüstung haben? Das geht doch gar nicht. So, Rüstung. Hat nicht funktioniert? Schon eigentlich. Genau. Wir brauchen eine Workbench hier oben auf unser Podest. Und dann würde ich mal sagen. Ach, hier gibt es sogar schon Hilfebuch. LOL! Nice. Was ist das denn bitte schön? Wow, aus Ketten. Sehr interessant. Hä? Normalerweise ist doch das hier, wie man die herstellen kann. Aber hier gibt es gar kein Rezept dafür. Hier weiß man, hier steht man nur, wie man das reparieren kann um 5%. Hä? Man muss 2 nehmen und dann wird es gerade mal um 5% repariert. Wow. Okay. Bin ich jetzt nicht so mit einverstanden. Aber man will ja hier nicht. Work in progress. Okay. Man will hier nicht pünktlich sein. Kuchen, das geht zum Glück damals auch schon. Das ist nice. Ja, der Kuchen ist kacke. Da habt ihr richtig gelesen. Das liegt daran, der Kuchen ist mit Beeren. Und ich finde Beeren halt kacke. Dementsprechend habe ich das gesamte Spiel gehackt. Bin direkt in den Quellcode reingegangen. Hab quasi die Lua-Dateien zerpflückt. Bit für Bit. Ja? Und hab einzeln aus den Bits quasi diese Beeren rausgeschossen. Ja? Weil ich hasse Kerne. Ja. Und hab nochmal zur Strafe, damit der Programmierer weiß, was er falsch gemacht hat, habe ich nochmal genau dieses Item Kacke genannt. Ja. Okay, ich muss zugeben, es ist ein bisschen falsch geschrieben. Kacke schreibt man normalerweise anders. Aber ich wollte, dass der Programmierer selber noch ein bisschen Hand anlegen muss, ne? Also das C wird dann natürlich später zum K und das K wird zum CK, ne? Das ist quasi deutsche Kacke. Dementsprechend auch Kacke geschrieben. Ja.
Zeppelin, okay. Kupferfang gibt es hier auch schon. Emerald. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ja, das ist krank. Ja, hier gibt es tatsächlich schon relativ viel. Also für alle, die es mir geglaubt haben, nein, Cake ist natürlich nicht Kacke, sondern das ist das englische Wort für Kuchen. Ne? Es gibt hier vielleicht auch Leute, die zuschauen, die kein Englisch können, von dementsprechend, das hieß einfach nur Kuchen auf Englisch. So, Enderauge. Das ist eine Enderperle. Das ist ein Enderauge. Ist aber auch noch nicht implementiert. Ansonsten gibt es hier schon diverse Sachen. Jukebox gibt es hier auch schon. Holy moly. Alter, wie weit ist denn diese Version schon? Nice. Also, liebe Wusi, Props geht raus, ne? Ist ja fucking awesome. Ich meine, das ist Version 0.13. Und dafür läuft es schon echt gut. Gut, also was wir eigentlich gucken wollten, aus Holz kann man sich keine Rüstung bauen, wie es aussieht. Achso, ich muss erstmal wieder zurückgehen. Ne, ist aus Leder. Haben wir Leder zufällig dabei? 4 Stück hätten wir. Okay, wir müssen also noch per Kühe umbringen. Er steht fest. Wir bauen uns aber gleich mal noch ein paar Werkzeuge. Zum einen wollten wir uns bauen eine Axt, brauchen wir. Oh, und wir brauchen Sticks. Das Ding kann weg, brauchen wir nicht mehr. So, wir brauchen. Okay. Erstmal ganz langsam hier. Erstmal ne Herzschlag auf 3/4 Tempo. Muss reichen. So, der eine ungerade hier geht mal hier raus. Daraus packen wir uns noch mal ein paar Kerzen. So, jetzt haben wir hier eine gerade Anzahl. Das ist gerade richtig. Wir brauchen ein Metallschwert, haben wir bereits. Wir haben eine Hacke. Wir bräuchten jetzt noch eine Schippe. Holen wir uns die auch mal noch schnell. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Und weil wir gerade so verschwenderisch sind, wisst ihr was? Komm, hier ganz ehrlich. Wir haben es ja dicker. Wir haben es ja dicker. So, dann kommen nämlich die beiden hier schon mal raus. Die schmeiße ich dann bei Gelegenheit weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja. Ja. Oh, Umschalttaste, ich komme. Okay. Danke dafür. Perfekt. So. Weg damit, weg damit. Okay, wir brauchen Leder. Als allererstes brauchen wir Bäume. Und wir brauchen ein Bett. Haben wir Wolle? Wir haben einmal Wolle. Ah, ne, unten. Ah, wir haben dreimal Wolle. Okay, gut, gut, gut. Heißt also, Bett können wir uns direkt schon mal bauen. Bett gebaut. Sehr schön. Ah, siehst du, mit Tieren zur Hand ist doch gleich alles viel schneller hier. Jetzt brauchen wir nur noch Bäume. Gibt's hier vielleicht mal ein paar Bäume? Erde an Bäume, bitte kommen. Bäume? Ich habe gerade keine Ahnung, wo sind die Bäume? Das sieht doch mal geil aus, Alter. Wie geil auch schon damals die Landschaften hier waren. Siehst du, apropos Landschaften? Ich muss mal kurz gucken. Wie sieht das denn hier aus? So, Map Generator Version 6. Weil ich weiß, das Problem ist, man sieht im Nachhinein nicht mehr, welchen Map Generator man verwendet. Für Maps, dementsprechend will ich mal gucken, unter welchem Map Generator das hier eigentlich alles funktioniert. Also Nummer 6 funktioniert. Sogar mit Biomen? Oder ist das hier auch wieder nur so ein bisschen getrickst? Weil wie gesagt, bei allen Sachen, die es auch unter meinen Test gibt, weil es gibt es ja auch unter meinen Test, die könnte hier auch direkt von aus dem entsprechenden Code genutzt werden. Ne? So, 5 Stellen. Die Frage ist halt nur, ob es wirklich schon direkt Biome unterstützt werden als solche. Das heißt also, dass es halt mehr gibt als nur ohne Bäume, mit Bäume und mit Dschungelbäumen. Jawoll! Map Generator 5 wird schon unterstützt und es gibt sogar schon Dungeon. Was ja auch hier in dem Fall jetzt ein Feature direkt aus meinem Test ist. Ich glaube nicht, dass das aus meinem Klon ist. Weil bei dem Map Generator 5, da werden ja auch schon Dungeons unterstützt. Genauso wie bei dem Sima, glaube ich, auch.
Von daher ist die Frage, was ist hier jetzt direkt aus meinem Test und was ist hier wirklich von meinem Klon 2 verändert, also hinzugekommen. Es gibt auch hier wieder keinen Auffallsound, also keinen Aufschlagsound. Schmerzsound. Schlagsound. Schlackeltodsound. Volker joins again. Auf Deutsch, Volker raucht ein Joint. Oh, dunkel hier. Okay, also gibt es schon mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding auch sogar schon mit dem Version 7 läuft. Weil das Ding kam, glaube raus. Ein Spiel, das mit 5 läuft, läuft potenziell auch mit den Version 7. Es kann aber sein, dass das Spiel tatsächlich da noch eine Ausnahme macht, weil das halt wesentlich älter ist als der Map Generator Version 7. Der 7 ist ja relativ neu. Von daher kann es tatsächlich sein, dass hier noch ein paar Inkompatibilitäten sind. Ja. Aber so der 5 und der 7 ist relativ gleich. Also gerade bei älteren, jawohl, läuft perfekt. Geil. Also perfekt, also das, was man jetzt hier erstmal sieht. Gut. Also das Spiel kann man tatsächlich mit allen drei Map Generators spielen. Ja, wie gesagt, man sieht leider im Nachhinein nicht mehr, welchen Map Generator man verwendet. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Man kriegt hier einfach keine Informationen raus. Schade eigentlich. Ah, egal. Du kommst auch wieder weg. Und wir spielen hier weiter. Von daher weiß ich jetzt gerade gar nicht, welchen Map Generator wir jetzt für diese Welt verwenden. Ist aber auch letztendlich egal. Wir testen hier sowieso nur ein bisschen an. Es schneit! Es schneit! Oh mein Gott, es schneit! So, wir sind aber immer noch auf der Suche von Bäumen. Ne? Wäre mal schön, wenn wir welche finden würden. Aber erstmal kommen wir in den Sand. In die Sandregion. Holy. Es gibt hier schon Strukturen? Fuck, das Shadow Mount. Scheiß auf Bäume. Wir gehen erstmal hier rein. Lol. Hä? Okay. Hä? Das sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Das hier sollte doch eigentlich hier oben sein, oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade noch eine Etage drüber? Wartet mal ganz kurz, Leute. Eigentlich müsste ich. Wow, ja. Der Map Generator hat Scheiße gebaut. Die Struktur hier ist jetzt normalerweise ein Loch. Ne? Aber genau dieses Loch gibt es hier irgendwie gar nicht. Das ist natürlich interessant. Na gut. Ach du Kacke! Nein! TNT hat einen Fehler verursacht und wird beendet. One-time error from TNT, la la la, load function activate if TNT. Aha, TNT. Gut, scheint also ein TNT interner Fehler zu sein und keine Kompatibilität mit irgendwas anderem. Na super. Nice. Gefällt mir. Ha! Das Witzige ist, die wurden noch nicht ausgelöst. Ich deaktiviere natürlich erstmal wieder mein Springen, war ja klar. Aber warum werden die Taste ausgelöst? Ich berühre sie doch gar nicht. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Normalerweise wäre doch Taste dann nur ausgelöst, wenn man wirklich da drauf fällt oder drüber läuft. Aber ich stehe hier in der Mitte. Gut, das Ding ist schon mal leer. Kleine Krise. Pff. Wow. Oder werden die auch ausgelöst, wenn da irgendwelche Sachen drauf fallen, also hier Sachen, die ich abbaue. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich richtig mies. Ist wieder ausgelöst. Nee, zurückgegangen. Alter, wow.
Also, okay, man merkt, das ist doch noch ein bisschen sehr buggigarer, also vor allen Dingen buggigarer, als ich dachte. Ja, das ist natürlich schade. Scheiße. Ich dachte, ich könnte jetzt hier so eine Strukturen beobachten, Alter. Das ist ja schade. Komm ich so ran? Ja, ne? Eigentlich müsste ich auch so rankommen, ne? Default Sand. Nein, ich bin zu weit. Oh, ja, ich bin viel zu weit. Da muss ich hin. Chest. Die ist auch leer. Die sind ja auch alle leer, aber was ist denn hier los? Ja, hier unter unten ist das TNT. Hier fehlt das Ding komplett. Wow. Alter, was ist denn hier los? Ah, wir haben wenigstens ein bisschen TNT. Ach, sind immer runtergefallen. Wow, also die hätte uns ja sowieso nicht zerstört in dem Sinne. Lol. Haben aber dafür unten alles, hier unten alles abgebaut. Ist natürlich auch nett. Oh Gott, ey. Oh Gott. Naja, ah, okay, komm. Nee, wir gehen immer lieber wieder raus. Ist mir gerade ein bisschen zu. Deutsche Diana. So, hier ist auf jeden Fall zum Glück alles abgebaut. Können wir hier also schön erstmal die ganze Kacke hier wegmachen. Danke. So, hier ist keine Kiste, warum auch immer. Wahrscheinlich ist sie auch mit runtergefallen. Gut. Ab raus hier. Schade. Sie sieht aus wie so ein Schachbrett. Aha, ein bisschen Gestrüpp. Gut, jetzt suchen wir mal weiter nach Bäumen. Bäume sind immer mal was schön. Ach du Kacke. Boah, Alter, Ronny. Achte doch mal, was du machst hier. Wow. Na. Also der Tunnel sieht mir doch nach Map Gen Version 7 aus. So wie der sich hier lang schlängelt, der dürfte definitiv der 7er Map Gen sein. Weil der 5er Map-Gen, der baut keine so großen Höhlen. Und bei der Map-Gen Version 6, da hat man ja gesehen, da sehen die Höhlen extrem zerkläfft aus. Und das hier sieht eher clean aus. Aber halt. Ah, das dürfte Map-Gen Version 7 sein hier. Cool. Ist natürlich sehr schön. So, haben wir noch ein bisschen Kohle. Wobei Kohle haben wir ja eigentlich relativ viel. Wir brauchen Bäume, vor allem müssen wir wieder raus. Hier kommt mal raus. Sehr schön. Ach, jetzt kommen jetzt wieder eine. Danke. So, Bäume. Kuh, Leder. Dankeschön. Ich will ein Haus bauen. Ey, die Folge ist schon quasi rum und wir haben noch nicht mal Bäume gefunden. Geschweige denn ein Haus gebaut. Oh, das ist wieder der Kackstift. Wir sind also einmal im Kreis gelaufen. Nett. Das ist das Problem, wenn Spieler auch Biome haben, dann kann man natürlich auch in einem Biom starten, wo man keine Bäume hat. Das ist dann gut gelaufen in dem Sinne. Ein rosa. Ach, das war auch ein rosa Schaf. Lol, ich dachte, das war ein Schwein. Weil es so rosa war. Oh Gott, ey. Oh Gott. Gott. Ja, ist definitiv mit MapGen Version 7. Oder er wird von Mindclone 2 stark modifiziert. Hier haben wir schon wieder Sandsteingebiet. Das sieht hier so künstlich aus, wie so ein Schachbrett einfach. Der Unterschied ist schon ganz schön stark. Was haben wir da hinten? So, auch wieder mal Sand, Wald. Mal gucken, ob wir noch so einen Tempel finden oder sowas. So, jetzt haben wir hier reine Wüste. Gut, dann wird Wasser.
Aha, da hinten haben wir wieder Waldfläche. Also, hier. Sag schon. Na, hier begrünte Fläche halt. Ich wollte gerade habitable Zone sagen, aber das ist ein bisschen was anderes. Ich hätte gerne Bäume. Nicht wahr sein, dass wir keine Bäume finden, ey. Na, scheiße, ich schaff nicht rüber. Ich dachte, ich schaff's rüber. Da schaff ich es auch locker. Yay! Oder auch nicht. Doch. Dankeschön. Große, weite Flächen und Kühe, aber keine Bäume. Sie sieht schon echt geil aus hier mit dem Gras. Gott, Alter. Ah, oh, ich mag meinen Klon 2. Und wenn eins. Und wenn die alte Version und die neue Version eins gemeinsam haben, dann, dass die generierten Landschaften einfach unglaublich geil aussehen. Weil die Sache ist halt, mein Klon tweakt halt auf jeden Fall die Map-Gen, weil so sieht keine Landschaft aus, die vom Map-Gen direkt generiert wird. Weil so ab und zu mal Berge und so, bei MyTest 4, da sieht die Landschaft eher so, naja, ich sag jetzt mal wild aus. Und diese extrem langsam beschwungenen Sachen, das sind halt wirklich so mein Klon typisch. Der tweakt also ein bisschen die Map-Gen. Oder ich bin gerade auf Steroiden und habe das Ganze falsch in Erinnerung. Keine Ahnung, aber so weite Landschaften bin ich von meinem Test selbst nicht gewohnt. Habe ich so nicht in Erinnerung. Hier schon wieder Wasser, okay. Hier kommt man rüber, nice, geil aus. Alter, wie so richtige, Alter, einfach so eine richtige Brücke hier, ey. Geil. Was ist das krank? Nein, ich muss da hoch. Eine Kuh! Danke. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ich suche doch nur ein paar Bäume. Kann nicht sein, dass es hier keine einzigen Bäume gibt. Wo? Ja, das hier sieht schon mehr nach meinem Test aus. So ein bisschen wildere Landschaft hier. Fuck off. Na gut, okay. Teleport. Ups, Feststelltaste aktiviert. Teleport. 000. Gut, dann war's das. Ich probiere nur noch mal. Weil ich habe jetzt bei keinem von den Maps Bäume gesehen. Gibt es ja allgemein keine Bäume? Das wäre schon fast verrückt. Ich starte einfach mal nochmal in einer Map. Guck mal, ob da jetzt Bäume sind. Ob es einfach nur ein schlechter Seed ist. Oder ob es bei meinen Klonen 0.13 wirklich keine Bäume gibt. Das wäre verrückt. Okay, haben wir schon wieder. Ich mache das jetzt mal ein bisschen einfacher. Okay, hier haben wir schon mal Wasser. Da haben wir auch schon wieder Gras. Alter, überall Wasser. Oh, hier haben wir sogar ein großes Meer. Das war natürlich eine Nummer für Ablage 4. Auch wieder eine große Wiese und auch wieder ohne Bäume. Klappt das nicht? Wieso gibt es keine Bäume? Kann doch nicht sein, dass die noch keine Bäume gefunden hatten. Ja, schaffe ich nicht. Wow!
Alter. Einmal auf den Stein bitte aufschlagen, danke. Nein, das da. Okay, das erste Spiel, das ich sehe, was echt gar keine Bäume hat. Ich dachte, ich hatte bisher einfach immer nur schlechte Seeds, aber ist das schon der zweite Seed, der vierte, wo es keine Bäume gibt. Gibt's doch gar nicht. Oh, das hier sieht wieder aus wie ein defekter Map-Gen. Hätte die Röhre ein bisschen Sand oder sowas auf dem Boden machen können. Ah. Okay. Dann gibt es bei der Version hier 0.13 tatsächlich echt noch keine Bäume. Oder wir stellen uns einfach ein bisschen dumm an. Egal. Tja, nächste Let's Play ist auf jeden Fall denn, also nächstes Video ist dann auf jeden Fall mit der Version 0.23. Und da gibt es aber auf jeden Fall Bäume, weil wie gesagt, da spiele ich ja schon richtig aktiv. Teils Schaum mit V.